Wir von Freiraum Europa bedanken uns für diese Gesprächsmöglichkeit und fangen gleich mit der ersten Frage an. Auf Ihrer Webseite steht, es braucht Liebe zu den Menschen, die Leidenschaft für das Land und den Mut zu Veränderungen. Zum Beispiel ist im Budget des Landes Oberösterreich der Bau von über 400 Wohnungen für Menschen mit Behinderung geplant, beziehungsweise schon in Ausführung. Gibt es in Tirol ähnliche Vorhaben, um Menschen mit Behinderung mit Menschen ohne Behinderung gleichzustellen? Also wir haben jetzt nicht ein Projekt, wo wir sagen, wir bauen 400 Wohnungen, aber es ist ja Standard, gerade im öffentlichen Wohnbau, im gemeinnützigen Wohnbau, dass man barrierefrei baut, also überall dort, wo neue Projekte mit öffentlichen Mitteln finanziert werden, wird auf diese Barrierefreiheit Rücksicht genommen oder Augenmerk darauf gelegt. Wobei da die Stimmen schon auch laut werden, gerade von den Wohnbauträgern, die sagen, das ist alles so viel teurer, wenn wir alles zu 100% barrierefrei ausführen. Da gibt es schon Stimmen, die sagen, da wollen wir ein bisschen davon abrücken. Ich sage, es ist ein Gebot der Stunde, dass wir da hinsichtlich der Barrierefreiheit arbeiten, weil man ja nicht nur von behinderten Menschen reden, sondern wenn ich an die Zukunft denke, ich komme ja selber aus dem Bereich der Pflege, haben wir ja eine demografische Entwicklung, die uns allen bewusst ist und wir haben so, mit so viel mehr älteren Menschen auch künftig zu rechnen, dass ja auch hier die Barrierefreiheit unbedingt notwendig ist, damit die Leute so lange als möglich in ihren eigenen vier Wänden bleiben können. Die zweite Frage, Barrieren im Kopf. Im Tiroler Landesrecht gibt es das Teilhabegesetz. Ich habe mich da ein bisschen vorbereitet. Ja, ja. Dieses Gesetz soll zur Verwirklichung einer inklusiven Gesellschaft beitragen. Andererseits gibt es Fälle wie den des 29-jährigen Simon Bacher aus Fond, der an Trisomie 21 leidet. Um ihm den Zugang zum Elternhaus zu vereinfachen, haben seine Eltern den Weg zum Haus überdachen lassen, mussten diese aber aufgrund von Einsprüchen der Nachbarn wieder abreißen. Das ist doch etwas ganz Arges. Sehen Sie das auch so? Das sehe ich auch so und trotzdem begegnet es mir immer wieder. Also ich bin ja Oppositionspolitikerin hier in Tirol und bin mit vielen Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt und unter anderem auch mit sehr vielen Eltern behinderter Kinder zum Beispiel. Und immer wenn ich diese Fälle im Landtag bringe oder ich mit diversen Stellen darüber verhandle, was können wir für diese Leute tun, dann sagen sie, ach Frau Haslander-Schneider, Sie bringen uns immer Einzelfälle daher. Aber ich bin nicht zufrieden, bevor wir nicht jeden Einzelfall auch gelöst haben. Also ich finde, unsere Gesetze müssen auch auf jeden Einzelfall anwendbar sein. Und da hapert es schon noch, also da haben wir einen enormen Nachholbedarf. Und da kann niemand in der Politik zufrieden sein, wenn es nicht für alle zufriedenstellende Lösungen gibt. Gut. Ja, Politik braucht soziales Gewissen. Jetzt mehr denn je. Unser Empfinden ist, dass neue Gesetze nicht aus einem fachlich-wissenschaftlichen Erkenntniszuwachs entstehen, sondern aus der einfachen Absicht, Geld zu sparen. Dies betrifft dann auch Menschen mit Behinderung. Inklusion bzw. Gleichstellung darf nichts kosten. Kann man als Mensch mit Herz und Bildung so etwas überhaupt hinnehmen? Nein, überhaupt nicht. Das kostet natürlich Geld. Also wir als Land haben da auch einen Auftrag im Sinne der Daseinsfürsorge. Wir müssen Geld in die Hand nehmen, ob das für die Pflege ist, ob das für die Betreuung der alten Menschen ist, ob das für die Familien ist, die Menschen mit Behinderungen betreuen, also da muss Geld da sein. Wir haben Geld für alles und gar jedes und aus diesem Grund sage ich, gerade da, wo es die Leute dringend brauchen, muss man das Geld einsetzen. Ich meine, das Teilhabegesetz ist ja 2017 verabschiedet worden und es hat sehr gute Ansätze. Da hat man ja vor allem auch die Betroffenen inkludiert. Das war ein partizipativer Prozess, die Entstehung dieses Gesetzes. Wir haben ja sehr lange darauf gewartet, dass wir zu diesem Vorgänger Rehabilitationsgesetz, wo ja schon der Name ganz unpassend ist, einen Nachfolger finden, ja, der einfach mehr kann als der Vorgänger. Und da haben wir schon sehr lange daran gearbeitet und ich glaube, das ist gut geworden. Aber vieles existiert halt momentan nur am Papier. Ja, und wohin Ihrer Ansicht nach entwickeln sich generell oder entwickelt sich der Status von Menschen mit Behinderung generell? Bleiben Sie
werden sie integriert, bleiben sie momentan eher, wo sie gerade sind, oder versucht man sie ins Abseits zu bringen? Ja, ich erlebe beides. Ich erlebe aber schon auch, gerade wenn ich anfange, im Bereich Kinder und Jugendliche, haben wir in Tirol schon noch die Situation, dass wir aussondern, sehr gern aussondern. Also Inklusion findet vielfach nicht statt. Wir haben ja auch noch Sonderschulen, jede Menge Sonderschulen. Wir müssen ja schauen, wie wir diese Plätze füllen. Da gibt es sicher etliche, die nicht in der Sonderschule sein müssten. Wir beziehen uns schon immer, also in allen Anfrageantworten, die ich so kriege, oder auch bei Anträgen, die ich stelle, heißt es dann immer, das geht alles nicht, weil das entspricht nicht der UN-Konvention. Also wir strapazieren die UN-Konvention dann, wenn wir sie brauchen, wenn sie uns gerade gelegen kommt, aber wir leben das nicht. Ich sehe zum Beispiel, ich bin viel in Kontakt mit einem Verein, der eine unabhängige Beratungsstelle für Eltern behinderter Kinder ist, und die werden nur behindert, weil man immer sagt, na, die Beratungen machen ja eh die SPZ und werden nicht alle beratet. Aber diese unabhängige Beratung, diese unabhängigen Stellen, die nicht in eine eigene Einrichtung hinein beraten, die sind mir viel zu wenig und die müssten mit viel mehr finanziellen Mitteln auch ausgestattet werden. Also UN-Konvention sagt ja zum Beispiel auch, dass wir die großen Behinderteneinrichtungen schon langsam zurückbauen müssen und schauen müssen, wie wir die Leute draußen in kleineren Einheiten unterbringen. Das ist natürlich bei den Grundstückspreisen und bei den Mietpreisen in Tirol eine Riesenherausforderung. Und da arbeitet man zwar jetzt dran, aber das geht schon sehr langsam, weil ich bin wirklich mit sehr vielen, jetzt komme ich wieder mit den jüngeren Behinderten daher, aber mit vielen Eltern, auch behinderter Kinder in Kontakt, die sagen, ich will ja vorsorgen für den Fall, dass mit mir mal was ist, wo soll mein Kind dann unterkommen? Ich will das vorzeitig regeln. Und da sehen wir, dass wir die Plätze nicht haben. Also wir haben ja zum Beispiel wieder mal eine Bedarfsplanung in Tirol. Wo werden wir welche Menschen unterbringen? Das gibt es nicht. Wir haben die letzte Bedarfsplanung im Behindertenbereich aus dem Jahr 1996. Im Jahr 2010 hat der Landesrechnungshof das dann schon bekrittelt und hat gesagt, wir brauchen eine Bedarfsplanung. Wir haben sie 2019 immer noch nicht, obwohl diese Bedarfsplanung im Teilhabegesetz in § 44 eindeutig geregelt ist. Und das Teilhabegesetz ist auch wieder 2 Jahre alt. Also das heißt, wir produzieren wahnsinnig viel Papier. Ich sage auch, wir produzieren auch gute Gesetze, aber wir erleben sie zu wenig. Immer wieder finden sich im öffentlichen Bereich Situationen, die für Menschen mit Behinderung eine Erschwernis bedeuten. Es gibt zwar Verantwortliche in der Verwaltung, Betroffene aber äußern immer wieder die Ansicht, dass Verantwortungen und damit die Erledigung dieser Umstände nicht wahrgenommen, sondern nur hin und her geschoben werden. Nehmen wir an, Sie hätten einen entsprechenden Stimmenrückhalt im Tiroler Landtag. Was würden Sie für Menschen mit Behinderung als erstes in Angriff nehmen? Ja, wie ich vorher angesprochen habe, ein ganz wesentlicher Punkt ist mir schon auch diese Bedarfsplanung. Ich meine, vielleicht darf ich 2 Beispiele erzählen. Ich bin, seit 3 Jahren begleite ich eine Mutter mit einer schwer autistischen Tochter. Die Tochter ist jetzt 15 Jahre alt und ist wirklich schwer beeinträchtigt, sodass es fast nicht mehr möglich ist, sie zu Hause im familiären Setting zu betreuen. Es ist eigentlich nicht mehr möglich. Das bestätigen Kinder- und Jugendpsychiatrie und alle, die mit dem Kind sozusagen befasst sind. Sie braucht eine ganz besondere Lebenssituation, die Mutter nicht bieten kann. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, die Mutter braucht einmal eine Auszeit. Und da rennen wir seit Jahren im Kreis, weil es in Tirol keinen Platz für so ein Kind gibt. Es gibt ihn nicht. Und jetzt kriege ich aufs Teilhabegesetz, da haben wir die Bedarfsplanung drinnen. Wir wüssten auch gar nicht, wo es diesen Platz geben könnte oder wo wir ihn herrichten könnten. Und jetzt gibt es eine Einrichtung des Elisabethinum in Atzams, die sagen, na, wir würden das Kind schon nehmen, aber wir brauchen Ressourcen vom Land Tirol. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, wir brauchen ein bisschen Geld für Personal, weil für dieses Kind müssen wir noch Personal anstellen. Sie braucht einfach rund um die Uhr Betreuung, sie schlaft ja fast nichts und so weiter. Es ist seit Jahren nicht möglich. Das geht dann so weit,
dass sich die Volksanwaltschaft einschalten muss, weil die Mutter ja als Querulantin tituliert wird und die ist eine schwierige Frau. Und überhaupt sagen sie dann zu mir, was kümmerst du dich um diese schwierige Frau? Sage ich, die ist nicht schwierig, aber ihr müsst einmal ihre Lebenssituation begreifen. Und ihr müsst einmal begreifen, was diese Frau Jahr und Tag leistet. Ein ähnlicher Fall, den habe ich in Tirol Unterland, auch ein Bursch, 17 Jahre alt, für den gibt es auch nichts. Er kann nirgends mitarbeiten, er kann nirgends wohnen, er kann nicht unter seinesgleichen sein. Er ist auch ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Auch für den finden wir keine Möglichkeit, ihn unterzubringen. Und das ist in einem Land wie Tirol schon wahnsinnig traurig. Das ist in einem Land wie Tirol wahnsinnig traurig. Oder auf der anderen Seite, das ist mein dritter Fall, der mich jetzt in jüngster Zeit beschäftigt hat, gibt es eine Familie mit einem 24-jährigen Pflegesohn, der mehrere Schlaganfälle hatte letztes Jahr und seither schwerstens behindert ist. Und die Familie war jetzt sogar gezwungen, aus Tirol wegzuziehen, nach Niederösterreich, weil die Barrierefreiheit nicht gegeben ist und weil mit diesen Unterstützungsmöglichkeiten, die es gibt, nicht das Auslangen gefunden werden konnte. Sie hat dort, wo sie gewohnt hat, weil überall es sehr steil ist, mit ihm mit dem Rollstuhl nicht einmal spazieren gehen können, die Pflegemutter. Also das heißt, so weit geht es schon. Und sie wollte ihn natürlich auch nicht aus dem familiären Setting nehmen, den Burschen. Ja, jetzt sind sie nach Niederösterreich übersiedelt, weil sie dort flach ist und weil sie dort eine barrierefreie Wohnmöglichkeit hat. Aber Sie sehen, wir hätten wahnsinnig viel zu tun. Mir geht das alles viel zu langsam. Weil es kann ja nicht sein, dass ich da mit diesen Familien jahrelang im Kreis renne. Drei Fragen noch. Waren Sie schon mal hautnah mit dem Umstand konfrontiert, dass Sie auf Barrierefreiheit angewiesen waren? Ja, schon öfter eigentlich. Also ich erinnere mich, ich habe ja zwei Söhne, die sind mittlerweile 15 und 17 Jahre alt, aber wenn du da, sind 25 Monate auseinander, wenn da nicht das eine Kind die Kinderwagen, den anderen vielleicht umgehängt und du willst in einen Bus einsteigen, dann ist es nahezu unmöglich. Also ich meine, in der Stadt ist es besser, aber wir wohnen 15 Kilometer außerhalb der Stadt, so in der Mittelgebirge. Und da fahren keine barrierefreien Busse, auch heute noch nicht. Und da muss da dann immer irgendjemand helfen, mit dem Kinderwagen einzusteigen. Und das ist wahnsinnig mühsam. Also da war ich damit konfrontiert. Dann stelle ich fest, dass wir auch die öffentlichen Gebäude alle noch nicht auf Barrierefreiheit umgerüstet haben. Wir haben ja auch in Tirol etliche Wahllokale zum Beispiel, die nicht barrierefrei zugänglich sind. Gell? Also wir schließen Menschen mit einem Handicap ja dann auch von ihren demokratischen Rechten aus. Und je älter ich werde, und ich bin auch schon über 50, aber je älter ich werde, umso eher merke ich, dass ich jetzt kaum mehr was lesen kann. Also das heißt, das Kleingedruckte wird schon schwierig. Also natürlich sind wir alle im täglichen Leben damit konfrontiert, dass wir Barrierefreiheit angewiesen sind. Fundraiser haben es nicht immer leicht. Bei jedem Wetter für eine gute Sache unterwegs. Könnten Sie sich vorstellen, so ein Team einmal für ein, zwei Stunden zu begleiten? Ich kann mir alles vorstellen. Ja. Also ich bin dafür alles zu haben und ich meine, man muss diesen Leuten einfach ein Danke sagen, dass sie ehrenamtlich sich für Schwächere in der Gesellschaft einsetzen. Also dieses Engagement, das weiß ich schon zu schätzen und schon zu würdigen. Gut, dann bleiben wir mal anrufen. So, und jetzt noch die letzte Frage, ist unterteilt in 12 schnelle Fragen, 12 schnelle Antworten, fast wie ein Rap. Bitte ergänzen Sie folgenden Satz. Ein guter Tag beginnt mit einer guten Tasse Kaffee. Was wollten Sie als Kind werden? Ich wollte immer Lehrerin werden. Und Ihr Unwort des Jahres? Mein Unwort des Jahres ist die soziale Hängematte. Welches politische Projekt würden Sie gerne beschleunigen? Nein, da gibt's so viele, da wäre ich überhaupt nicht fertig. Also mir geht immer alles zu langsam. Okay. Sie treffen den reichsten Menschen der Welt im Aufzug. Was sagen Sie ihm? Ich sage ihm, dass wir noch wahnsinnig viel zu tun hätten in diesem Land. Wo hätten Sie gerne Ihren zweiten Wohnsitz? Den hätte ich gern am Meer. Wer ist für Sie ein Held? Ein Held ist für mich jemand, der Schwachen hilft und der Mut hat. Was würden Sie tun, wenn Sie mal nichts zu tun haben? Das gibt's nicht. Ich habe immer was zu tun.
worüber können Sie lachen, jetzt außer dieser Frage, worüber können Sie lachen? Also ich bin jemand, der viel lacht und gern lacht und obwohl mir manchmal ob der Situation in Tirol nicht zum Lachen ist. Okay. Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten? Fehler, die aus Unwissenheit resultieren. Und was sollte über Sie im Lexikon stehen? Sie war eine, die sich für jene eingesetzt hat, die sich selber nicht helfen konnten. Bitte vervollständigen Sie folgenden Satz. Eine Spende ist für mich, wenn ich mit jemandem Zeit verbringen kann. Okay, das war die letzte Frage. Liebe Frau Dr. Hasmatter-Schneider, wir von Freiraum Europa bedanken uns sehr herzlich für die Beantwortung unserer Fragen und sagen herzlichen Dank. Ich danke, dass ich antworten durfte. Ja, danke.